Die Nummer funktioniert nach wie vor. Nicht viel Technik, aber tolle Ergebnisse. Also mal ganz ehrlich, ich kann sie nicht leiden. Ach komm schon, Sammy. Jetzt hab dich nicht so. Hey, wie läuft es mit deiner Kleinen, hä? Alles im grünen Bereich? Sie wissen, dass Annie nicht meine Kleine ist. Ich musste sie gestern schon wieder versetzen. Allmählich reicht es. Sie weiß, dass ich sie anlüge. Oh, schon klar. Und jetzt tröstet sie sich mit einem anderen. Wie ist sein Name? Greg? Was? Wir werden uns um diesen Greg kümmern, wenn der Zeitpunkt da ist. Kein Problem. Nein, wir kümmern uns nicht um Greg. Lassen Sie uns das hier erledigen. Sicher, du wirst gleich zur Sache kommen, ja? Das können wir machen. Kommen wir zum Geschäftlichen. Los geht's. Hier, die Mutter von zwei Kindern. Sie war Elternsprecherin, begeisterte Gärtnerin, in der Gemeinde aktiv. Was für ein Lächeln, hm? Lassen Sie mich raten, sie ist tot. Ja, ist ausgerutscht. Und hat sich ihren hübschen Kopf an einer Toilette aufgeschlagen. Meiner Meinung nach eine sehr würdelose Art zu sterben. Dieser blauäugige, unerschrockene Lokalreporter ist eine Treppe runtergestürzt. Genickbruch, hat einfach Knack gemacht. Ein weiterer Unfalltod, so die Behörden. Eine Seele. Sie hat die Leute auf dem Gewissen und hat es wie Unfälle aussehen lassen. Und es werden noch mehr sterben. Aber wer und wieso sind wir hier unten in der Kanalisation? Jetzt streng mal ein bisschen dein Gehirn an. Ich kann nicht deine ganze Arbeit übernehmen. Ein bisschen was musst du auch tun. Sie sollen meine Arbeit nicht übernehmen. Ich will nur einen Hinweis, der wenigstens auch nur annähernd hilfreich ist. Na schön. Du willst es einfach, ja? Ich mache es dir einfach. Ich weise dir die Richtung. Das ist lustig zum Brüllen. Sie sind ein richtiger Witzbold. So ein Arsch. Geriet auf dem Schleim außer Kontrolle und fing an zu brennen. Es war schlimm, der Mann hatte überhaupt keine Chance. Und du sagst, er war Anwalt, ja? Ja, Ed Fazio. Ich habe in seinem Büro angerufen, aber das haben sie danach wohl geschlossen. Jetzt mal hübsch der Reihe nach, Leute. Wir reden hier von einem Mann aus Schleim. Wie sieht er aus? Wie Rotz? Wie Spucke? Oder Haushaltsschleim? Wie? Haushaltsschleim? Oh Mann, Ben, jeder weiß doch, was Haushaltsschleim ist. Ich bitte dich. Egal, was es ist. Ich hoffe, hier ist was Geniales drin, um es einzufangen. Oh, wow. Ist der vom Teufel oder von deiner Großmutter? Zieh das Ding an, die Seele lacht sich tot und fliegt von allein in die Hölle zurück. Wir müssen diesen Schleim finden, okay? Als ich ihn zuletzt sah, verschwand er in der Kanalisation. Nein, ich gehe in keine Kanalisation. Ich habe eine neue Hose. Ja, aber das ist unser einziger Hinweis. Wir müssen da runter. Dad! Mr. O, Sie sehen aber super aufgepimpt aus heute. Danke, Zock. Hey, Ben. Hey, Mr. Oliver. Sam, ich war draußen auf dich. Okay, cool. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Ich habe die hier zu Hause auf dem Boden gefunden. Die brauchst du sicher. Oh ja, danke. Ich bin zu Hause ein paar Mal hingeknallt. Ist mir aus der Tasche gefallen. Was, Sam, was ist das?
Das, Sir, ist der Vertrag. Oh. Der Vertrag? Du meinst der Vertrag? Wow. Ja, ja, Wahnsinn. Dürfte wohl ein Jahr dauern, ihn durchzulesen. Willst du, dass ich ihn mir mal ansehe? Nein, Dad, das kriege ich allein Bist hin. Bist du sicher? Kann ich dir nicht vielleicht irgendwie helfen? Tue ich gern. Die Jungs warten. Ich habe keine Zeit. Ja, ja. Verdammter Mist. Dad, was ist denn los? Als ich eben den Vertrag gesehen habe, brachte das eine Flut von Erinnerungen zurück. Schuldgefühle für das, was ich dir angetan habe. Nein, es ist schon okay. Es ist nur so, Sam, ich bin untätig, während du diese Bürde auf dich lädst. Welcher Vater tut so etwas? Ich möchte, dass du für mich ein Treffen mit dem Teufel arrangierst. Was? Wieso? Ich will mit ihm reden. Er soll deine Seele freilassen. Ich will einen Tauschhandel. Tauschhandel? Dad, du hättest doch gar nichts anzubieten. Ich habe Fähigkeiten, Sam. Meine vielen Jahre in der Werbebranche zum Beispiel. Und wie wären diese Fähigkeiten für den Teufel von Nutzen? Ich habe Zeichentrickfiguren erfunden, die Kinder animieren sollen, Zigaretten zu kaufen. Ist das ein Ding? Erzähl dem Teufel das. Gutes Argument. Ja, verschaff mir das Treffen. Okay, ich frag ihn. Okay, gut. Ja, danke. Hey, hübsche Blumen. Hey, ja. Nette Überraschung. Oh, da ist ja noch eine Karte. Blumensemner, sowas. Das finde ich sehr unangemessen. Nein. Dadurch bringt man eine Mitarbeiterin in Verlegenheit, erhöht damit die Spannung. Und wir haben Vorschriften über sexuelle Belästigung, die solche unerwünschten Angebote eindeutig verbieten. Ich belästige Andy nicht, Ted. Sam. Ja? Ich versuche sie zu schützen. Die Blumen sind nicht von mir. Nein, sie sind von Greg. Greg? Den kenne ich. Wir hatten eine Unterhaltung über Deckenventilatoren. Gute Wahl, feiner Junge, Andy. Ja. Ist ja komisch, dass er mir Blumen schenkt. Die sind wirklich sehr schön. Wow, aber nicht so hübsch wie der Pulli. Was ist los? Hast du eine Wette verloren? Oh, ja. Gehst du irgendwo hin? Es geht da um so eine Familiensache. Ich wollte... Egal, was soll's. Andy, was... Warte, hör zu. Okay, ich bin nicht ganz ehrlich zu dir gewesen. Was ist denn nur los, Sam? Es gibt da ein paar Dinge, die ich dir erzählen sollte. Offensichtlich. Also erzähl sie mir einfach. Okay. Ja, jetzt ist es gerade ungünstig, aber ich verspreche dir, ich erzähle es dir heute Abend. So gegen 7 Uhr, ist das okay? Ist gut. Okay.